eben viel gemacht. Ich habe an der Uni gearbeitet, habe Vorlesungen gehalten, habe versucht, Veterinäre und Bauern auszubilden an der Humboldt-Uni. Ich habe später in der Industrie gearbeitet in Bayern. Ich habe dann in der Verwaltung gearbeitet, also so ziemlich allround. Und das Wichtigste im Leben ist, dass das, was man macht, immer Spaß macht. Dass man früh gerne zur Arbeit geht. Und das ist das größte Glück im Leben, neben meiner Frau und meiner Tochter, ist wirklich, dass es mir Spaß macht, dass ich fröhlich zur Arbeit fahre. Waren Sie nie in Querulant? War ich. Also meine Eltern waren dreimal in der Schule. Ja. Meinen letzten Eintrag habe ich von einer Englischlehrerin gekriegt. Ich glaube, da war ich knapp 18 Jahre alt. Dietmar störte in provokatorischer Weise den Englischunterricht. Trotzdem hatte ich eine 1 in Englisch. Hier in Brandenburg muss man über den Flughafen reden. Wann wird es dann eröffnet? Das ist natürlich eine ganz interessante Frage. Das Wort, was man nicht sagt, interessante Frage, sagt man immer, wenn man keine Antwort hat. Aber ich habe in der Frage, ich gebe es ehrlich zu, wirklich momentan keine Antwort. Ohne meine Familie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Das ist ganz klar. Meine Frau hat mir meinen Rücken freigehalten. Meine Tochter schenkt mir jeden Tag Freude. Und dazu kommt noch das vierte Familienmitglied, der Rauha Dackel Oskar. Und das ist insgesamt ein unschlagbares Team. Meist gibt er mir dann auch manchmal wegen Schule so Hausaufgaben oder so. In Englisch hilft er mir am meisten, also Englisch ist immer so. Und Mathe? Mathe geht eigentlich, naja, das macht meist Opa. Okay, wunderbar, danke. Wenn man auf dem Land groß geworden ist, das ist doch ein deutlicher Unterschied zur Stadt und viel schöner. Warum ist das Tier bei Ihnen so ruhig und bei mir nicht? Weil ich ihn hier unten am Bauch schön krabble. Das hat er besonders gerne und das genießt er. Aber ein bisschen aufgeregt ist er trotzdem. Bei mir stellt er sich jetzt tot, wenn ich... Das war denn nicht so richtig. Dann ist es der falsche Griff eventuell. Sich damals, dass Sie damals an der Grenze standen als Kind, weil Sie sich vorstellen können, eines Tages, wenn ich mal groß bin, bin ich der Koordinator der deutsch-polnischen Beziehung. Nee, hätte ich mit Sicherheit nicht. Nee. Aber schleifen Sie sich manchmal, Sie fragen, ist es wahr? Ja, schon beim Amt des Ministerpräsidenten, beim Koordinator. Mit welchen Leuten habe ich zu tun? Zum Beispiel war das Bartoszewski, den langjährigen polnischen Außenminister, der eine Ikone ist, der in Auschwitz gesessen hat, der später in Polen Solidarność mitgegründet hat, mit aus der Taufe gehoben hat, die Reformen in Polen vorangetrieben hat. Das ist für mich schon jemand, wo ich sage, da muss man sich schon mal kneifen, wenn man so jemand die Hand geben kann. Das ist schon richtig toll. Und mittlerweile 92 Jahre alt und richtig gut drauf. Macht ja auch Mut für uns beide. Energie Cottbus ist auf dem letzten Platz in der Liga. Wie viel Kraft braucht man, um heute hier hinzugehen? Man merkt den Unterschied zwischen Fußballfreund und Fußballfan. Und der Fußballfreund sagt, beim größten Optimismus, es macht eh keinen Sinn mehr. Und der Fußballfan sagt, irgendwie wird es schon klappen. Und in dem Moment fällt das 1:0 für Energie Cottbus. Und deswegen passt es ganz hervorragend. Schön, dass ich mit euch heute hier sein darf. Haben Sie ja schon mal geweint im Stadion? Ja, aber nur aus Freude bisher. Okay, danke schön. Danke.